Und seitdem habe ich überhaupt dann sehr viel freie Fahrt gehabt. Die Erfolge hier im Kreis, die haben sich sehr schnell rumgesprochen. Und es dauerte nicht lange, war ich Mitglied des Bezirksfriedensrates und wurde dort Vorsitzender der Internationalen Kommission. Und ich weiß noch, auch der Bezirksfriedensrat, der hat mir alle möglichen Gelegenheiten geboten, bei Veranstaltungen, Ausstellungen durchzuführen oder auch Vorträge zu halten. So unter anderem sprach ich einmal vor einer Tagung aller Schulräte des Bezirkes Potsdam. Mein eigener Schulrat saß auch dabei im Hintergrund und hat bloß vor sich hingegrinst, wie sein Lehrer aus Neuruppin dann berichtete über seine vielen Verbindungen. Ich hatte damals mir einen Koffer angelegt mit vielen Dingen aus unserer Arbeit, wo ein Korrespondent in Dresden mal schrieb als Überschrift in seinem Artikel: Die ganze Welt in einem Koffer. Naja, dieser Koffer hat mir sehr genutzt. Ich habe, könnte sagen, hunderte Mal Vorträge gehalten mit ihm. Und wenn ich mit dem Koffer in einer Schulklasse war, um wieder einen neuen Esperanto-Kursus zu beginnen, dann war ich sicher, dass ich die nötige Teilnehmerzahl auch zusammenbekam. Auch dann im Deutschen Friedensrat wurde ich aufgenommen. Der Deutsche Friedensrat, der kam vielleicht alle Vierteljahre zusammen. Und da waren nun sehr viele, sehr prominente Personen darunter, die ich nun kennenlernte und mit vielen sprechen konnte. Und ich gehörte dort, da ich Lehrer war, der Pädagogischen Kommission an. In der Pädagogischen Kommission, da war eine Kollegin, die war Oberschulrätin in Berlin. Die sorgte dafür, dass ich bei jeder Sitzung der Pädagogischen Kommission auch zu Wort kam. Wenn sonst keine Gelegenheit war, dann sagte sie eben bei passender Gelegenheit: Also Herr Schödel, Sie haben doch sicher wieder etwas mitgebracht. Und natürlich hatte ich wieder etwas mitgebracht und habe dann berichtet. Es ging nicht immer ohne Kontroversen. Einmal wurde mir sehr vorgeworfen, dass ich so gute Verbindungen mit Japanern hatte. Und Japan ist doch ein westimperialistisches Land. Ich werde sicher ausgenutzt für Spionagezwecke und für Werbung für den Westen. Und also das sollte ich lieber unterlassen. Aber die Oberschulrätin, inzwischen ist sie leider verstorben, die hat mir immer wieder Mut gemacht und immer wieder dafür gesorgt, dass ich zur Sprache kam. Das hatte auch zur Folge zum Beispiel, dass ein Kollege aus Dresden organisiert hatte, dass ich in Dresden sprechen konnte vor Pädagogen im Lehrervereinshaus in Dresden, oder ich konnte eine Ausstellung durchführen mit anleitendem Vortrag in Leipzig im Museum für Geschichte.
Und das war wohl überhaupt mein größter Erfolg. Das ist so populär organisiert worden, dass die Zuschauer und Zuhörer und Zuschauer nur schubweise reingelassen wurden. Diese Ausstellungen waren dann folgendermaßen organisiert. Wir bekamen einmal Kinderzeichnungen geschickt aus Japan. Wunderbare Kinderzeichnungen. Als ich meinem Kollegen für Kunsterziehung in der Schule sagte, wir müssen uns revanchieren und müssen nun von uns aus auch Zeichnungen hinschicken, da schüttelte er nur mit dem Kopf und sagte, da blamieren wir uns bloß, das können wir nicht. Aber in der Schule war auch eine Kollegin, die auch im Schulfriedensrat war und sehr aktiv war, sehr viel Ideen hatte. Die sagte, nö, Herr Schödel, der Meinung bin ich nicht. Zeigen Sie mal diese Bilder aus Japan. Und diese Kollegin hat die Bilder in ihrem Unterricht weitgehend ausgewertet und entsprechend malen lassen auch für den Frieden von den Kindern. Gleichzeitig parallel dazu bat ich den Deutschen Friedensrat, die ja auch immer etwas mit Kinderzeichnungen zu tun hatten, mir doch gute Kinderzeichnungen, die sie trotzdem nicht weitergeschickt hatten, mir zur Verfügung zu stellen für unsere Sache nach Japan. Nun, bevor diese Zeichnungen ankamen vom Deutschen Friedensrat, hatten wir doch schon in der Schule so viel Zeichnungen aus der eigenen Schule, dass wir damit konkurrieren konnten. Und das ist wieder ein Beispiel, und ich könnte ja aus anderen Fächern ähnliche Beispiele zeigen, wie wir durch den Schulfriedensrat und durch Esperanto in den einzelnen Fächern nun geholfen haben. Die Kinder hätten nie diesen Ideenreichtum gehabt und die Kollegin hätte nicht den Anlass gehabt, so tief einzudringen in diese Dinge, dass dieses gute Resultat dann eben für ihren Unterricht herauskam. Ganz offensichtlicher war das noch für den Geografieunterricht und auch im Aufsatzschreiben. Denn die Kinder, die nun schrieben, auch fürs Ausland, die mussten sich ja auch bemühen, recht gute Aufsätze zu schreiben dafür. Haben Sie auch immer eine Kindergruppe in der Schule gehabt, ja, die Esperanto lernte? Das war von Anfang an nun die Kinder vom Schulfriedensrat, den ich dann auch sagte, es ist nicht gut, wenn ich alleine immer diese Dinge bringe aus dem Ausland, für die sie sich begeisterten und eigene Schulfriedensecken einrichteten, sondern es wäre besser, wenn ihr direkt auch mit Kindern aus dem Ausland Verbindung aufnehmen könnt. Und damit waren sie ja dann auch einverstanden und so entstand unsere Schulfriedensgruppe, die lange Zeit den Namen hatte Interessengemeinschaft für internationale Verbindung, wobei bei diesem Namen jeder Neuruppiner wusste, das ist die Esperanto-Gruppe an der Schule des Friedens. Die Arbeit oder die Erfolge unserer Gruppe, unserer Schule, waren so durchschlagend, dass wir oft zitiert wurden in den Veröffentlichungen
der Schule, des Deutschen Friedensrates.